Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Big React Support bei oben. Heute bin ich mit dem schönen Fatih, auch Gruppe B genannt, eine absolute CS-Legende, und mit der werde ich heute auf ein paar Szenen von uns reacten. Von dem RMR gegen FaZe. Ja, cooles Spiel, und wir schauen mal rein. So, Pistol, ne? Boah, ich erinnere mich, Alter. Ich bin reingefahren, um ihm zu helfen, aber leider nichts gebracht. Alle sterben auf der R, ne? Fette Shots. Das war Karim zweites internationales, also zweites Turnier überhaupt, glaube ich, ne, im Land. Ja. Ich weiß noch, wir haben die Piste gesehen und wir waren alle Denzel so, ey. Aber hier ist ganz kurz so den Engel verkackt, aber dann ja, ist aber ein schwieriges Gesicht. Ein AP, Alter, ja. Ein AP. Ja, wir haben eine Pistol gespielt, in der wir Lower pushen mit einem Spieler. Ich habe Double Flash für B am Start und er muss einfach nur im Spot spielen und überleben mit den Flashes quasi. Er callt, dass die Gegner B kommen, ich klatsche zwei Flashes rüber, zack, zack. Mit der er sehr lang fighten kann, weil er immer... Er tötet einen und dann kommt sozusagen Reinforcement. Genau, da kommen die Mates und fahren auch alle rein. In dem Beispiel sind alle Mates gestorben, außer der Spotspieler, der seit 20 Sekunden mit allen Flashes überlebt. Und die haben zwei Scouts, eine M4. Trotzdem schwierige Retakes eigentlich. Stark von dir, aber Tizi. Den einen ignoriert, wird er als erster, guck. Wo bin ich? Welcher bin ich? Du bist der Erste, der da reingeht. Achso, ich sag, ich charge einfach nur Default. Ja, weil nur deswegen kann er dann halt Double Kill machen. Ja, das ist oft wichtig als Erster, der bei so einem Retake reingeht. Nicht links, dass man nicht überall guckt, sondern man sagt, ey, ich rush jetzt diese Posi. Vor allem, ich habe eine MP9, ich fahre einfach jetzt, ich rush jetzt den Planter oder so. Und dann machst du das halt einfach. Als Erster bist du auch meistens sowieso tot. Ja, genau, du bist tot. Du musst einfach hoffen, dass du die richtige Entscheidung triffst mit deinem Tunnel Vision. Waypoint zu Waypoint, ja. Zack, reingefahren. Gute Flash-Timings auch. Also ja, so eine schlechte Flash mit einer guten Flash. Ach, das ist die ganze Zeit hier. War stark. Nein, du hast ihn gefahrerot, Alter. Guck mal, Leute. Ich wollte nicht fahrerot. Ich wollte ganz kurz gefahrerot, Alter. Zapp, zapp. Ja. Die Runde wird noch voll knapp, oder? Nee, oder? Der gibt jetzt Gesicht. Oh shit, der kassiert Gesicht. Die knappe Runde aus. Und Rische ist mit AWP nirgendwo, aber da fühlt sich Rische wohl. Da fühlt er sich sehr wohl. Wenn er irgendwo close mit AWP ist und eigentlich tot ist, sind seine besten Szenen auf jeden Fall. Oh, das ist der B-Pop. Das ist der B-Pop. Und unser B ist sehr gut geworden. War das früher ein Problem so, würdest du sagen? Immer, es war immer ein Problem. Ja, die haben... Ich habe früher B gespielt, da war alles easy. Aber die kamen dann nie B, da war mehr so Langmeter, weißt du? Und dann bin ich zu lang gegangen, hab das bisschen destroyed und dann war wieder, ist wieder B-Meter. Jetzt ist ja nur B-Explode. Ja, ich glaube, die Meter geht immer mir ein bisschen vorbei, so weißt du, die versuchen mich mal so ein bisschen zu dodgen. Dann bin ich wieder unten im Scrubbard, werde wieder geflamed, aber die kommen auch nicht zu mir so. Finde ich richtig geil, die Pose im Klatsch. Oder? Ja. Du machst immer mindestens einen. Die Szene hatten wir gar nicht mehr gesehen. Weil schon am Feiern wart. Nee, weil wir schon runtergegangen sind zu Ach euch. So. So confident? Dass der einfach weggeht bei 15? Wir throwen jetzt normalerweise noch drei Runden. Ja, ich weiß. Wir wollten auch erst nicht gehen und dann... Stark gespielt. Vorbeilaufen lassen, dann von der Seite gepiekt. Ja, Mann. Oh mein Gott, da habe ich so gut geredet für Josef. Keine Ahnung, die Leute wollten saven. Die Leute wollten saven und dann sage ich, Josef ist aus, ganz vorne, Leute. Oh, shit. Bleib mal cool so. Ja. Ich dachte so, jetzt musst du den. Der hat ihn so jetzt gescoutet und tötet den jetzt auch noch. Das ist 4 gegen 3 Retake mit. 2 mit Low AP und ein übertrieben spätes Tank. Aber normalerweise gewinnt das Robs, ne? Ja. Aber nicht gegen Josef. Josef ist einfach besser. Da flasht sich Robs auch einfach selbst. Boah, schafft er es? Ne, wir können doch nicht wieder so eine Runde. Ey, zeig mal, wer war denn dieses Kid? Das war Johannes, ne? Ah, execute? Wo bin ich? Ja. Ich bin da oben. Kill ich einen. Natürlich, Mann, du handelst es wie ein King. Ich erinnere mich. Einen genascht, jetzt campe ich die ganze Zeit aus. Ist anscheinend einfach keiner. Und dann geiler rechts, Double Peak. Das war rechts Double Peaken, sagt der auch schon, bitte zerstören ihn einfach. Nein, die sind leider A drauf. Verdammt. A drauf, aber ich lebe auch noch. 10-4 Stats. Kelvin hat sehr gut gespielt. So, Robs genascht, Low Aiming leider auf A. Du bist noch nicht tot? Ich war noch nicht tot.
die Retake-Szene gespielt anscheinend. In dem Game habe ich sehr viel Retake am Anfang gespielt. Ja, ich erinnere mich. Dieses Dilemma wieder. Aber gut. One on two? Wir haben ja nur Clutches gewonnen gegen die, ne? Boah. Ach, Karim hat 20 Mal auf diesem Turnier durchgeführt. Ja, ja. Der, aber der kann das echt, der... Der stellt sich das schätzen. Der stellt es gut vor, wie er sozusagen das, boah, die Runde. Das war einfach nur so eine Full-Eco oder so. Ja, die unmögliche Runde. Niemand weiß wie. Ja, niemand weiß wie. Ich weiß noch, wir hatten alle keinen Bock auf eine dritte Map und es ist 14-14. Wir haben alle Deagles und so nur gekauft. Müssen auf Overtime spielen und das passiert. Hier habe ich mit Kerrigan geredet. Insights, nice. Insights, ja. Kerrigan hat gesagt, dass einer von denen kriegt jetzt einen Headshot. Warte. Ja, ja, Rain. Du, ja, genau, warte. Jetzt. Okay. Jetzt diesen Headshot und er dachte, dass er am Truck ist oder so. Ja, genau, er dachte, dass er am Truck ist und deswegen hat Twist irgendwie nicht aufgehört zu diffusen, weil er dachte, er kann es durchziehen. Irgendwie sowas hat er mir erzählt. Ach, die waren auf jeden Fall komplett verwirrt von diesem Glock-Headshot, weil die dachten nicht, dass da jemand ist oder so. Geil von Josef, Alter. Ja, Mann. Nein, ich spring hoch. Ein gutes Ding auch. Aber hast auch gutes Gesicht, da guck mal, Alter. Ja. Da muss man auch immer so schnell drauf sein, aber wir haben Johannes, Alter. Macht der One-on-Three oder tun das? Ja, so jetzt so direkter Read. Und jetzt meint Rische, wir sollten Con gehen. Der hat gutes Timing, aber Eros mit dem Refrake. Und jetzt dreht er sich so 1000 Mal, Alter, weil er nicht genau weiß, wo er herkommt. Sens 1,28. Geil. Geil, Alter. So ein richtig geiles Gefühl, das zu bekommen. Niklas auch am Start. Rische ist sogar so ein bisschen am Smilen, Alter. Also ich glaube, so ein Quäntchen Glück gegen, ich sag mal in Anführungszeichen, ein besseres Team braucht man in so einem großen Game. Oder so, nicht unbedingt Luck, aber immer so ein bisschen Quäntchen Glück. Bisschen so, haben wir auch oft das Pech in vielen knappen Spielen. Ja. Gegen Vitality, jetzt hat man auch gesehen, immer so ein bisschen diese Runden mehr Pech gehabt. Aber das ist halt so manchmal im CS, so ein Quäntchen Glück manchmal alles entscheidet und diesmal war es auf unserer Seite auf jeden Fall. Ja, wir waren auf jeden Fall individuell auf absolut deren Level. Keiner hat wirklich krasse Duelle oder so verloren. Es war eigentlich Headshot-Exchange die ganze Zeit. Ja, klar, auf jeden Fall. Jeder hat seine Szenen. Jeder hat das sehr, sehr gut gespielt und am Ende sind wir halt durch ein bisschen Glück, wie du gesagt hast, weitergekommen. Und ja, war easy. Auf Leute, euch hat das Video gefallen. Das war Big Om Reacts. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und Tizi hat uns sehr gut durchgeführt. Ich denke, ihr solltet beim nächsten Mal nochmal einschalten. Bis dann. Ciao. Große Leader werden nicht geboren. Sie werden gemacht. Durch stundenlanges Hardcore-Gaming. Ich game nicht für mich. Ich game für sie. Transcend Humanity with Omen.